Es war von dem her sowieso, hätten wir uns sowieso gesehen, wo am Dienstag tun wir gerne so einen Tisch jassen im Café der Pyrénées. Also ihr könnt, wenn ihr etwas lernen wollt, Punkto jassen, könnt ihr kommen, zuhören, wunderbar. Wenn man den Polo kennt, weiss man, dass das sehr unterhaltsam kann sein. Aber eben, heute steht ja Marc im Vordergrund. Hast du vielleicht auch gemerkt? Ja, ja. Also, Briefmarke. Ja, ja, so Ende Schule habe ich dann irgendwie, schon mein Grossvater, der ist eben dann gestorben, dann habe ich quasi dem seine Sammlung bekommen. Und dann ist natürlich schon der Rätsel, die weiterzuführen. Aber mir ist dann der Rock'n'Roll dazwischen gekommen. Und dann habe ich es dann sein. Aber ich habe zum Beispiel auch Autogramm gesammelt und habe da irgendwelche berühmten Leute geschrieben. Unter anderem, und da braucht man Marken, verstehst du? Ja. Also ja, das ja. Verstehe ich noch. Ich bin aus der Markengeneration. Ja, das ist noch im Neandertal, ja. Nicht im Digital. Ja, ich glaube, ja, der Mann braucht etwas. Ich nehme es gleich wie er, einfach alkoholfrei. Ja. Schaumunde. Das ist in Ordnung, ich glaube, wie rot ist. Ja, es hat noch ja. Im Garderobe. Ja, das, ja, vielleicht, ja. Es sieht seriöser aus, das Glaswasser. Ja, eben. Ja, eben. Nachher habe ich Elvis geschrieben. Also, das war Ende 50er Jahre. Das war eine schwere Schule. Aber ich dachte, oh, Autogramm, oh, Elvis. Elvis, den muss ich haben. Und Brigitte Bardot. Ja, das. Und nachher hat der Elvis innerhalb 14 Tagen ein Autogramm geschickt. Mit eigenem Poststempel. Hat mir die auch noch imponiert. Ja. Also, das ist klar. Und Brigitte Bardot, die Schlampe, hat nie Antwort gegeben. Bis heute nicht? Nein. Und, aber jetzt wird schon kein Autogramm mehr von. Nein, eigentlich nicht. Ja, gut. Dann bist du einfach nur ein Bardot. Darum bist du jetzt mehr Elvis-Fan immer noch als Bardot-Fan. Ja, also. Ist der Elvis geblieben, musikalisch? Mich nicht gross beeinflusst, muss ich sagen. Ich bin auf schwarze Musik abgefahren. Ray Charles und so. Aber Elvis ist natürlich eine Jahrhundertfigur. Also und dass ich von dem ein Autogramm bekomme, ich nehme an, eine Maschine hat es gemacht. Nein, das nehmen wir jetzt nicht an. Also Ende 50er Jahre ist, hat es vielleicht noch selber gemacht. Ja, wenn er eigene Post hatte. Ja, vielleicht hat er so gestempelt. Memphis. Nein, das ist eine Maschine, die stempelt, ja. Autogramm. Aber es bringt mich jetzt auf eine Idee. Deine Marke, du wohnst in Oberhofen, in Oberhofen, oder? Das wäre doch auch ein Tag Stempelarbeit wert. Wäre das eine Idee? Du wohnst ja quasi im Gebäude von der Post. Ja, ich wohne in der Post. Also wenn jetzt alle Gäste mal auf Oberhofen kommen, an diesem Tag würdest du hinter dem... Wäre das eine Idee für vielleicht einen... Ja, dann müssen wir noch einen Vertrag machen. Ist gut. Es gibt ein leichtes Zusätzchen. Merci vielmals. Also, jetzt wollen wir über deine Marke reden, über die Sujet, Polo, Gesundheit. Gesundheit miteinander, auf eure Sammlung, auf die Marke vom Polo. Wenn ich die Marken anschaue, sehe ich einen weissen Schwan. Ein Schwan, so weiss ist nicht. Nein, ich bin froh, sagst du das. Also, was ist jetzt passiert? Also, du wohnst jetzt in Oberhofen, oder? Ja. Und der Göller wohnt in Enetensee. Also schüsst vis-à-vis, ja. Schüsst vis-à-vis, Fulensee. Ja, aber ist das ein Hommage? Oder ist es ein Grüßchen? Ja, einfach, ich sehe immer den ganzen Tag Schwäne vor, ja. am Ufer. Ich sehe gerade das Ufer dort, bei Schifflente. Und habe über die Jahre jetzt mir gedacht, was sind das für Vögel? Das ist ja, sie hübsch, sie sind hübsch. Und sie haben so etwas Dominanz, wenn man sie sieht im Kreis der Enten. Mhm. Oder sie sind quasi die Chefin. Nebst dem habe ich auch mich beschäftigt und ihre Nahrungsaufnahme studiert. Und ergreife gerne die Gelegenheit, darauf aufmerksam zu machen, dass es gescheiter wäre, die Schwäne mit Salat zu füttern als mit hartem Brot. Weil das tut ihm im Hals so weh beim Schlucken. Das hast du herausgefunden. Das Härtenbrot habe ich herausgefunden. Der wilde Hüter sagt das so. Ja, aber Salat haben sie vielleicht nicht so gerne. Und das haben sie gerne. Die fressen Gras durch den Sommer. Ja, also ist ein guter Tipp. Wenn ja, ich sage das im Namen der Schwäne. Ja. Ja.
komischerweise, wir hatten auch schwarze Schwäne eine Zeit lang. Aber, gesehen, aber eben, du bist jetzt abgeschweift. Also, nein, ist die, der, ja, so, wir sind beim Schwan. Ja, ja. Eben, aber der Weißschwan, oder so. Ja, also, es kann sein, dass ich, wo ich habe studiert habe, das könnte man da für ein Sujet nehmen. Es kann sein, dass im Radio gerade das Lied ist gekommen. Ja. Und dann hat das mich beeinflusst. Ohne, irgendwie, dass, ohne dass ich es gerade merkt. Ja. Und ja, das ist eine schöne Hintergrundgeschichte, oder? Das ist eine wunderschöne Geschichte. Ja. Aber sonderbar ist es einer von den wenigen Schwänen, die man vor oben sieht. Lügen, das sehe ich. Ja, das sieht man selten. Wie hast du das abzeichnet? Schwänen werden immer von Seite gemalt. Ja, er weiss darum Details, gell? Darum will er es wissen. Also, ich habe... Ja, ist gut, ja. Nein. Ja, Flaschen. Ja. Und dann der nächste Gast schon bald. Ja, aber ich wollte eben, ich habe so, eigentlich seit Bub, wir haben zur Weihnacht haben wir so Plastikviecher bekommen, oder? Antilopen, Hirsche, Kühe, was weiss ich, man dort da seine Wildnis oder seinen Bauernhof dürfen unter dem Weihnachtsbaum aufstellen und so. Jetzt ist mir das auch irgendwo geblieben, als ich durch einen Laden gehe mit so Spielzeugviecher. Sehe ich einen Schwan, der gerade am Starten ist, Flügel aus. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, ich habe den gekauft für 5.90 Franken. Und dann konnte ich ihn auch so von hinten anschauen und mir vorstellen, wie es wäre, wenn man ihn von oben sieht. Ja. Ja, einfach müssen den Ring noch etwas drehen, dass man merkt, was für ein Vogel das ist. Du siehst die Problematik von Künstlern in der vorbereitenden Geistesarbeit. Und die Ausführung ist der relativ kurz. Ja. Oder wenn also das heisst, wie lange hast du gehabt? 20 Minuten. Oh. Was wäre das für ein Schuldenlohn, Herr Hassler?